Und immer noch Platz 5. Aber im zweiten Rennen weiß ich jetzt, was ich machen muss. Jetzt können wir uns einen Sieg herausfahren. Weil jetzt sind die Besseren nämlich hinten platziert. Okay, dann war das Qualifying noch nicht so ausschlaggebend, wie ich es erst gedacht hatte. Wenn ich natürlich schon gleich mal von hinten einen Schlag bekomme, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Der schiebt mich... Ja gut, das ist normal, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hä? Weil es ist auch hier viel zu eng, ganz ehrlich. Kriegst schon zwei Schläge am Skala, bist du schon hinten. Jetzt darfst du dich hier durcharbeiten. Gegen die Autos, die normalerweise schlechter fahren als man selber. Und selbst wenn die dann auch noch im Bett drin sind, dann muss man hier wirklich mit der Brechgange fahren. So wie der eine es gemacht hat, dann muss ich das auch machen. Teamkollege auf der 1. Noch auf der 1. Ah, ich habe gerade einen, habe ich schon. Pustekuchen. Das ist ja ein Kampf, ein Krampf, besser gesagt. Jetzt leck mich doch am Arsch. Jeder kommt hier zu weit raus. Ich komme zu weit nach innen und krieg die Strafe. Lass dir in Runde 2 was einfallen. Wir müssen an das Hauptfeld rankommen. Ich soll mir was einfallen lassen, ja. Ja, find eine gute Stelle. Du hast... Alter. Ja, ja, komm zurück. Und jetzt muss ich deswegen auch noch abbremsen. Was war mein Teamkollege wohl, der da draußen war? Wovon hier muss man... teilweise die Strecke abkürzen, weil man hier keinen Platz hat und auch keinen Platz geschenkt bekommt. Es ist hier schon wirklich Falten auf der Rille. Nachgeben tue ich ziemlich ungern, das ist auch was verantwortlich. Da war auch ein bisschen verantwortlich für. Rick Scott ist vor mir, gegen den sind wir mal gefahren. Alter, die letzte Kurve hat es wirklich in sich. Dritte Runde, gutes Tempo, du fährst mit dem Feld mit. Ja, was bremst denn der hier so früh? Ah, mehr reingedriftet als gefahren, die Kurve. Hier kannst du nicht überholen. Wesley ist noch hinter mir, wie kommt der denn hinter mir? Ich weiß nicht, warum ich so viel Druck von hinten auch bekomme. Weil man natürlich so ein Führender in der WM hinter ihm hat, ne? Oh, hier kann man versuchen reinzuschechen. Und dann hier so noch mal ein Bremsmanöver, vielleicht noch mal was reißen. So, der Lambert, der kann mal hinter mir bleiben. Nächstes Manöver. Geglückt. Was hat denn der für einen Motor drin? So, ich habe dich hier zusammen mit dem Rick Scott nach vorne. Letzte Runde. Setz dich vom Hauptfeld ab. Ja, könnt euch davon ein bisschen kollidieren, habe ich kein Problem mit. Ja, hier kam ich jetzt wieder näher ran an die beiden. Wesley ist wieder hinter mir. Also da, wo der rein durchschlüpft, schlüpfe ich auch durch. Beziehungsweise, wo ich ihn überhole, überholt er auch. Und macht sich den Platz auch nochmal gut. Und den Rick Scott werde ich wahrscheinlich nicht mehr bekommen.
Da war die Skatollision zu verheerend am Anfang. So wie das dieser Takahashi da noch die Position halten kann. Gegen Wesley. Aber wenn die Strecke auf einmal kann, dann macht es auch Spaß zu fahren. Wenn man sie nicht kennt, dann ist es etwas anderes. Starke Leistung. Du hast einen Event-Rivalen geschlagen. Ja. Zum Glück immerhin etwas. Ja, 3,3, ne? Ah, wieder Dritter. Das ist schon zufriedenstellend, ne? Immer noch Platz 5. Sehr schön. Vier Sponsorenziele. Passt. Jetzt haben wir noch ein Event. Neulingsgeld, das habe ich abgelegt. Okay. Der Red Bull Ring. Ach du Scheiße, ne. Das wird ja ein Spaß. Das wird ein Spaß. Okay, Philipp. Wir sind im Moment auf Rang 5 der Teamwertung. Diese Position sollten wir halten. Schlag Rick Scott, um einen echten Vorsprung rauszufahren. Natürlich, wir haben einen Qualify-Modus. Für Platz 1 im Qualifying gibt es einen Meisterschaftspunkt extra. Okay. Ach du Scheiße, wie ist denn hier die erste Kurve? Ich sag nur beschissen. Weiß nicht mehr, ob ich vorne liege oder nicht. Aber ich sehe Probleme im Mittelteil und im Schlusssektor. Okay, 16. vorne, die habe ich erstmal hier weggeschmissen. Ja, aber der ist mal erst gerade weggeschmissen. Gut, die Strecke ist eigentlich nicht sonderlich schwierig. Alter, wie spät muss ich denn hier bremsen, verdorri nochmal, damit ich um die Kurven komme? Okay, 13. Das geht ja noch. Habe ich nicht ganz so viel verloren. Das ist eher eine schnellere Kurve hier. Ich eigentlich relativ gut genommen habe. Da haben wir zu viel gerutscht. Gut, die Schilder links und rechts sind nicht ohne Grund irgendwo da, oder? Haben wir hier vier Sektoren? Okay, wir haben hier vier Sektoren immerhin. Das ist ein positives Zeichen. Die Kurve habe ich schon im Formel 1 gehasst. Und ich werde sie auch da weiterhin hassen. ...1,32,9. Ja, da bin ich nicht ganz. Oh, das war jetzt sehr zaghaft, die erste Kurve. Bruno 30,5. Das ist ja meine Hausnummer. Und das war wiederum zu früh, okay. Also, vorhin habe ich bei 100, glaube ich, gebremst. Aber 150, das war definitiv zu spät. Okay. Du warst in Sektor 2 langsamer als der Rundenschnellste. Ja, und? Was soll ich jetzt dran ändern? Wenn man die Bremspunkte nicht kennt, dann ist es immer ganz, ganz schwierig, besser zu fahren. Wie am liebsten den Gang runterstellen, wenn es geht. Wesley 29,9. Alter Schwede. 2 Sekunden dahinter. Das ist eine Drecksrechtskurve, sorry. Das ist die schlimmste auf der gesamten Strecke. Da komme ich nicht mal ansatzweise dran. Letzte Runde, mach schon.
Damit können wir das abknicken hier. Das können wir hier vergessen? 2 Sekunden Film auf Rick Scott. Was ist denn los? Ich bin echt sprachlos. Also, aber die Kurven waren jetzt alle besser. Ich glaub das nicht. Jetzt fahren wir sie mal mit 150, okay. Das geht auch noch. Okay, jetzt mal Kurven gegen diesmal. Diesmal habe ich die erste Kurve vergeigt. Eigentlich, das wird eh nochmal eine Verbesserung. Tatsache. So, hier Platz 9. Ne, habe ich irgendwie Platz 9 geerbt hier oder wie? Scheinbar.